Willkommen zurück bei Elex. Wir haben den Bewegungssensor letzte Folge noch geschafft unten auf dem Flund. Und, oh, Feuerkraut. Und ich glaube, Cormac wollte den. Das ist doof. Ja, die Quest ist zwar abgeschlossen, aber wir haben den ja noch nicht abgegeben. Das finde ich manchmal so ein bisschen merkwürdig, dass die Quests dann abgeschlossen werden. Man bekommt schon die EP, war aber noch nicht bei demjenigen und hat ihm das gegeben. Jetzt muss ich raten, wo hier Cormac rumsteht oder rum. Lass die Technik sitzt. Lieber stecken. Cormac, da oben. Gut. Keine Zeit. Keine Zeit. Ich habe nämlich überlegt, ob Cormac der im Hotel war oder der hier unten. Aber Cormac war der hier unten. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten und zu Cinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hammer-Clans zählen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir Cinder Bescheid geben. Und machen wir aber gleich, wir gehen mal kurz hier hoch. Ich möchte mal an die Werk. Nee. An die Werkbank ran. Hier drin stand nämlich eine rum. Irgendwo direkt hier rechts oder links? Rechts? War das die? Könnten wir nicht schon irgendwas machen? Nee, Waffe ausrüsten. Das können wir alles noch nicht, okay. Könnten aber einen Sockel einsetzen, oder? Nee, geht nicht. Kann ich nicht. Mist. Ach so, können wir nicht machen, weil wir Waffe Ausrüst nicht haben. Und wenn ich es machen würde, bräuchten wir nochmal, naja, einiges an Stärke und Konstitution mehr. Also das hat nichts mit dem Sockel zu tun anscheinend, der Plus, sondern, oder? Oder, ja, ich weiß es immer noch nicht. So weit sind wir noch nicht, dass ich das jetzt hier irgendwie weiß. Na gut, dann gehen wir mal zu Cinder. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Naja, dann erledigen wir jetzt hier mal nach und nach zumindest ein paar Quests aus Goliath. Ist ja auch nicht schlecht, die haben wir ja schon ewig dabei jetzt mittlerweile. Können wir ruhig die erstmal alle nach und nach abfrühstücken. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ah. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Wirklich? Du hast Cormac tatsächlich überredet? Mhm. Ja. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elexit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen und 250 für den anderen. Viel okay. Spaß damit und gib nicht alles auf einmal aus. Okay, das war gut. Danke. 500, das ist ja super. Gut. Was hätten wir denn noch? Töte die Eindringlinge, das sind die Alpspeer noch nicht. Irgendwelche Maschinenteile. Wofür müssten wir denn da hin? Ach Gottchen, da oben. Nein, das hat wahrscheinlich erstmal nichts, oder?
Die Setzerbrote. Nee. Könnten die Spurensuche machen? Oder mit ihm hier mal reden, der hier schlechte Stimmung verbreitet. Achso, der ist auch direkt hier. Okay, dann machen wir das, wenn wir einmal hier noch in Goliath sind. Irgendwo da unten liegt bestimmt auch noch was Schönes rum. Eldur? Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Wer weiß, wo Alva das Zeug her hatte? Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich erinnere mich, dass du auf einer Belohnung bestanden hast. Hier hast du etwas Elixier. Werde glücklich damit. Danke. Moment. Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Wer sind deine Jungs? Naja, die meisten anderen vom Hammerclan eben. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na, dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Auf zu Oran-Mission. Hausverbot. Ja, und da hatten wir die andere Aufgabe auch direkt noch abgeschlossen mit der zweiten Wache. Oran! Oran-Utan? Mir gefällt das Quest-Design. Sind zwar auch ein paar Hole- und Bringe-Aufgaben dabei, aber recht gut verpackt. Der Hammerclan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammerclan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Ich dir sonst den Schädel spalten muss. Vielleicht stimmt dich dieses Elixit um. Moment. Hab kein Problem damit, ihm hier mal ordentlich ein paar auf die Fresse zu hauen, wenn es sich denn anbietet, natürlich nur dann. Hier wird nicht geklaut, klar. Der Hammerclan schickt mich. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du willst dich mit mir anlegen? Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Alles klar. Hä? Ich warte vor dir auf dich. Ja. Jetzt hätte ich da drin auch klauen können. Ne? Halt schon Staub gefressen, Junge. Du willst also, dass der Hammerclan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Dann zieh deine Waffe und zeig mir, wie ernst du es meinst, Freundchen. Okay, der hat gar nicht so viel Leben, haut aber trotzdem auch gut rein. Nice. Oh mein... Oh, du Kacke. Du hast einen ziemlich harten Schlag drauf.
Du wirst jetzt wieder den Hammerclan bewirten. Ja, ja, schon gut. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammerclan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Sehr gut, lass mich durch. Gehört jetzt mir. Könnten wir alles mitnehmen. Dann gehen wir nochmal zurück zu Eldor. Und mit Koma könnten wir darüber auch reden. Das ist eine gute Idee. Lalala. Doch da. Da waren es nur noch 4. Darf nur nicht vergessen, die nicht selber zu essen. Eldor, still gestanden. Uran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starkköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Danke. Würde ich direkt nochmal mit Koma quatschen wollen, was Angrim dort veranstaltet hat, dass der dem Wirt gesagt hat, dass er hier die nicht mal bedienen darf. Oh, noch einer. Nur noch 3. Oh, hier geil. Miu. Weltenherz surfen. Miu. So. Jo, dann flitzen wir nochmal nach oben. Geräusch eben. Na gut. Ah, da waren es nur noch 2. Komm ich bis da hoch? Was? Nee. Später habe ich vielleicht Zeit. Nee, jetzt nicht. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Uran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum. Sehr schön. Das Ganze war Angrims Schuld, Angrims Beteiligung verraten. Mach das. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. So, wir quatschen nochmal mit Angrim. Ich jetzt bloß wüsste, wo der rumsaß. Ach, da ist Alrik. War das der, der oben saß? Ich weiß es nicht. Mein Gott, die ganzen Namen, ey. Dann gehen wir nochmal hier hoch, das ist ja direkt hier. Lalalala. Das war Ragnar. Ach so. Was meine Unterstützung angeht. Wie soll ich die Ordnung wiederherstellen? Hör dich in der Stadt um. Meine Leute haben alle an zu tun und stoßen immer wieder auf Probleme.
Der ein oder andere scheint damit überfordert zu sein und tut Dinge, die nicht im Sinne des Gesetzes sind. Geh ihnen zur Hand und halt dich an unsere Regeln. Das bedeutet? Tue nichts, was unsere Gesetze verbieten. So einfach ist das. Neue Mission. Das Gesetz der Berserker. Wie mache ich mich? Du bist auf Angrims Test reingefallen. Das ist weniger gut. Du hast Rogar gefunden und uns berichtet. Das spricht für dich. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu haben. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Was? Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Okay, es ist also, war was Gutes dabei, war aber auch vieles nicht Gutes dabei, ne? Ich bin ja nicht dazu da, um das alles richtig zu machen, sondern so zu handeln, wie ich das will. Was meine Unterstützung angeht, gibt es sonst noch etwas, das ich für dich tun kann? Dir ist es richtig ernst, was? Da ich dir meine Aufgaben nicht übertragen kann, wirst du dich anderweitig nützlich machen. Die Setzer liegen mir ständig mit irgendeinem Kram in den Ohren. Das muss aufhören. Geh und such Irdor auf. Hör dir an, was er will und kümmere dich darum. Es gibt schließlich immer was zu tun und er bildet da sicher keine Ausnahme. Mission, es gibt immer was zu tun. Hatten wir mit Ido nicht schon gequatscht? Lass den Unfug. Ach ja, das sind die 50 Setzerbrote, genau. Das Gesetz der Berserker. Halt. Was sind die Alpspeer? Müssen wir noch machen. Die Maschinenteile von dort oben besorgen. Die Setzbrote. Zwei Stück noch. Das wird schwierig. Das könnten wir noch machen. Und auf dem Weg dorthin finden wir dann wahrscheinlich auch die letzten beiden Setzerbrote noch irgendwo. Genau, da müssten wir mal wieder hier rüber. Okay, die sind ja alle relativ entspannt zu... Ach ja! Ach, das ist ja hier beim großen Aufzug. Na gut. Dann schauen wir uns das mal an. Finde ich ja hier noch irgendwo zweimal Setzerbrot. Dann könnten wir das halt auch direkt abgeben. Dann wäre da noch was erledigt und von der Liste erstmal runter. Ah, fast Level 10. Jetzt nicht. Ich überlege gerade echt, wo der Rüstungstyp war. Da hinten ist der Waffentyp und ich dachte halt, hier davor stand diese Rüstungshain hier rum. Hier. Aber... Ach, der hatte doch auch seine Schmiede. Ach, ist die nicht da oben? War das da oben? Doch, ich glaube, das war hier oben. Ja, stimmt. Hier waren wir noch nicht so oft. Da ist er. Genau. Ich hab zu tun. Ich hab zu tun. Zeig mal her. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Schredder. Ja, es wird wahrscheinlich das Kriegerschwert als nächstes. Zwei Punkte in Stärke noch. Sprich, vier Attributspunkte dafür verteilen und dann noch ein bisschen in Geschicklichkeit 13 insgesamt. Jägerhelm könnten wir uns mal leisten. Das könnten wir eigentlich machen. Kaufe ich mal. Und die Jägerrüstung könnten wir...
uns auch leisten. Das mache ich auch. So, Jägerhelm und Jägerrüstung einmal angelegt. Jawohl. Zack. Sehr schön. Zeig mir, was du... So, da können wir auch wieder ein bisschen was verkaufen. Na, sehr schön. Da sehen wir hier schon ein bisschen angepasster aus. Ah komm, hier muss doch irgendwo noch zweimal dieses Setzerbrot rumliegen. Ach, wir sind hier hinten schon mal raus. Da war so ein Hornvieh oder dieses leuchtende Vieh. Und so ein größerer Raptor, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können ja nochmal versuchen. Zwei Krallen. Wunderbar. Gut, dann ja. Gehen wir mal Richtung großen Aufzug wieder und versuchen dort noch ein bisschen was zu erledigen. Ja, da hinten ist wieder so ein großes Vieh. Ein kleiner Heiltrank. Ein mächtiger. Ja, sogar ein großer, ein mächtiger. Goldbrocken, großer Elixitbeutel. Sehr gut. Zwei Krallen, ein Knochen, einmal Fleisch. Lassen die immer dasselbe Truppen oder... kann das auch mal variieren, dass mal das eine Tier zwei Krallen fallen lässt, das andere Tier dann vier Krallen oder so. Ah, ein junger Hornwolf. Vier Zähne. Machen wir hier beim nächsten Mal weiter, geben wir uns wieder Richtung Verbotenes Tal im großen Aufzug vorbei. Und das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.